Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Dark Souls 3 mit mir, dem Mr. Merp. Ja, wir haben das letzte Mal ja den Arstors Speer auf plus 1 aufgelevelt und wir sehen, der ist schon ziemlich stark jetzt. 138 plus 42, kann man sich echt nicht beklagen. Ja, und jetzt geht's hier weiter in diesem, ja, komischen Gebiet. Wie hieß das nochmal? Nochmal ganz, ganz kurz schauen. Eine neue Aufnahmesession, deswegen weiß ich das gerade eben gar nicht. Halbfeste. Tja. Die Frage ist, warum heißt das so? Ist da hinten vielleicht irgendwas versteckt? Das sieht fast so aus. Nö. Man muss ja mal gucken, ne? Man weiß ja nicht. Es kann ja durchaus sein. Auf jeden Fall sind die beiden komischen Ritter, die hier waren, weg. Hier gibt es schon wieder irgendwelche hin. Oh. Das sieht da drüben aus wie eine Belagerung. Zeit für gelobt sei die Sonne. Was zum Teufel seid ihr? Und viel wichtiger will ich's wissen. Ja, ich werde es jetzt wohl rausfinden. Was stimmt denn mit dem nicht? So, erwischet. Das sind ja mal interessante Gestalten. So, erwischt. Die tragen so komische Baumstämme durch die Gegend. Wieso? Naja, wir werden es rausfinden. Oder auch nicht. Ich dachte, da steht gerade eben rechts einer, aber... Also auf jeden Fall machen die so komische, röhrende Geräusche, als wenn sie Elche wären. Echt einige. Eieiei. Ja, wieso treffe ich den tatsächlich nicht? Okay, also die haben bis jetzt irgendwie keine mich besonders erschreckenden Special Abilities. Eieiei. So, zack. Nö, bis jetzt eigentlich gar nicht. Eine Pike. Sie haben eine Pike. Was ist denn da hinten? Nächste Frage, ob ich es wissen will. Böterli? Eieiei. Okay. Ist auch nichts. Ich habe jetzt noch gar nicht drauf geachtet, wie viele Punkte die eigentlich geben, also wie viele sehen. Oh geil, nochmal eine kleine Titanitsche, aber ich glaube, jetzt haben wir zwei. Und könnten theoretisch den Speer wieder aufwerten. Theoretisch. Aber praktisch schauen wir uns erstmal nochmal ganz kurz hier um. Das ist so ein halboffenes Gebiet. Oh. Diese Viecher erinnere ich mich auch noch so grob. Gab es früher auch. Gab es vor allem auch in groß. So, auch erledigt. Oh, ach, ich dachte schon, da ist ein Gegner. Oh nein, das war wieder bloß irgendwie so ein Geist von dem anderen Spieler. Ach, ein Scheibenkleister. Eieiei, muss man aufpassen. Eieiei. Mehrere, glaube ich, gerade schon erwischt auf einen Schlag. Ah, unangenehm. Pure Menge an Gegnern. Oh. Und nochmal eine kleine Titanitscherbe. Sweet. Oh Gott, was? Wie viele Gegner hier jetzt sind. Irgendwie haben die nichts drauf. Also zumindest bis jetzt nicht. Zwillingsdrachen-Großschild. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Sobald wir mit dem hier fertig sind. So,
erledigt. Wie viele von denen gibt's denn hier? Ich frag besser nicht. So, Zwillingsdrachen Großschild hat auch nur 84% physische Abminderung. Dafür halt wiederum eine gute Haltung. Au! Ei, ach du Scheiße! Nix sie weg! Ah. Ah. Nix sie weg, hab ich gesagt! Die sind ja echt nicht witzig, die Typen, ey! Wenn sie in der Masse kommen. Erst dachte ich, die haben nichts drauf, aber so kann man sich irren. So, okay, also in der Masse sind die schon gefährlich. Das muss man echt im Auge behalten, wie viele man da wirklich anlockt. Was gibt's hier? Eine schwindende Seele. So ein Köter. So, auch erledigt. Nichts zu looten. Wir schauen uns hier erstmal trotzdem komplett um. Hahaha, mein Freund. Was hast du dir anders vorgestellt? Gib's doch zu. So. Das ist relativ leicht zu backstabben, stelle ich gerade fest. Da ist doch irgendwas. So. Viele Seelen, aber. Ah! Ah! Oh! Das war Link, ey. Das war extrem Link. Diese Krabbe ist eine fiese Nummer. Ach, du Schande. Kommt denn das jetzt raus? Irgendwo da hinten. Au, 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 au. Das Ding hat sich generiert. Fassen. Sehr frech. Au. Das Ding regeneriert sich einfach. Eieiei. Ei, ei. Ah, tu das nicht, was auch immer du da tust. Das ist doch nicht wahr. Mit deiner scheiß Schere. Aha. Okay. Eieiei. Ei, ei. Okay. Was steht denn da? Ach ne, Blutfleck berühren, okay. Meine Güte. Wieder was gelernt hier jetzt gerade eben. Diese große Krabbe ist nicht von schlechten Eltern. Gerade bloß mal überlegen, ob sich's lohnen würde, da irgendwo da hinten jetzt sich durchzuboxen. Wahrscheinlich hat diese Krabbe irgendeine Schwäche, die mir allerdings jetzt gerade eben natürlich nicht klar ist. Die meisten Viecher in Dark Souls haben ja in der Regel eher Feuerschwäche. Nach meiner persönlichen Erfahrung von früher. Da läuft sie gerade rum. Die olle Krabbe. Nur 6 Schaden gemacht, das ist nicht die Welt. Meine Güte.
Uiuiui, uiuiui. Ei. Ich persönlich bezweifle ja, dass man ihm da irgendwie viel Oh, jetzt bist du. Den hätte ich jetzt gerade eben fast. Ja? Jetzt gräbt er sich wieder ein. Das ist ja auch noch was. Was sind das einfach nur so viele? Kann auch sein, dass es einfach nur so viele sind. Das will ich auch noch looten. Das sind einfach nur so viele. Graswappenschild. Der hat uns natürlich entdeckt da drüben. Kann man euch mit Feuer irgendwie bekämpfen? Das möchte ich jetzt mal testen. Nee, überhaupt nicht. Feuer interessiert ihn scheiß. Okay. Brauchen wir nicht versuchen, ohne die nötigen Flakons. Dann gehen wir den Schild, den Speer nochmal ein bisschen weiter aufwerten. Ach du Scheibenkleister, diese Monsterkrabben. Also die sind tough. Kann man hier noch irgendetwas sehen? Irgendwie ein Geheimpfad oder sowas? Nee. Muss ich ja umschauen, ne? Man weiß ja nie. So, dann auf zurück zum Feuerbandschrein. Dann können wir uns auch gleich noch die Pike mal anschauen, die wir jetzt hier auch gekriegt haben. Die ist nicht so gut. Die ist vom Grund auch schon mal schwächer. Das muss man definitiv schon mal dem Speer lassen, den wir haben. Der ist ziemlich gut. Ich mag auch die Reichweite, auch wenn es manchmal komisch ist, dass man die Gegner nicht trifft. Obwohl man eigentlich der Meinung ist, dass man ihn treffen müsste. Titanit-Schuppe? Was habe ich denn für eine Schuppe gekriegt? Ach, jetzt brauche ich schon richtige Ach so. Ah, das ist natürlich ein verdammt guter Einwand. Jetzt brauche ich schon richtige Titanit-Schuppen. Schade. Einfach nur schade. Waffe durchwirken, wie gesagt, wird nichts bringen. Wir könnten das Uchigatana eventuell mit Feuer machen. Ich meine, das Uchigatana ist ja jetzt nicht schlecht. Das hätte danach, das hätte immer noch Feuer und halt diesen Blutungseffekt, ne? Ein Krut ist blöd, muss man ganz ehrlich sagen, weil dadurch hat man ja die ganzen Boni nicht mehr. Ja, ich weiß es nicht. Bin mir unschlüssig, was das angeht. Halt, Moment. Waffe durch... Ah, wir können auch ein Schild durchwirken, stelle ich gerade fest. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Wir könnten ein kruder Schild machen. Sie würden halt grundsätzlich einfach mal alle ein bisschen physischen Schutz verlieren, ne? Die halt ein bisschen Feuerresistenz gewinnen. Das ist so... so gefühlt nutzlos. Pretty, be careful. Gucken wir nochmal ganz, ganz kurz, was der Schild, den wir jetzt gefunden haben, dieser Gras Wappenschild, der hat auch nur physisch 89 und hat ansonsten auch keine Stärke, die auffällt. Wir müssten vielleicht mal lesen. Manchmal war es früher ja so, dass die Stärken und Schwächen sich von Waffen und so in Text versteckt hatten. Kann ich das nicht lesen? Ich dachte, ich kann das irgendwie jetzt lesen. Ich dachte eigentlich... Gegenstandinfo. Ein alter, mittelgroßer Metallschild unbekannter Herkunft. Das Graswappen besitzt leichte magische Kräfte und beschleunigt die Ausdauerregeneration mäßig. Aha! Da ist also das kleine geheime Zaubertrickchen versteckt. Wehrt den Angriff zum richtigen Zeitpunkt ab und kontert mit einem kritischen Treffer. Wirkt unabhängig von der Schildhand. Ja, dann halt parieren. Dieser leichteste aller Großschilde besteht aus Holz und ist mit einem zweiköpfigen Drachen verziert. Drachenschilde sind die größten aller Schilde und zeichnen sich durch hohe Stabilität und Schadensminderung aus. Sie erleichtern dem Anwender das Abwehren von Angriffen. Schildschlag.
Schild der berühmten Ritter von Lothric. Ritter von Kämpfen gegen die Drachen, die ihre Schilde können, wie man es von Drachen töten und erwarten würde, eine große Menge an Blitzschaden mindern. Dann haben wir das hier. Es ist halt einfach gut ausgewogenes Schild. Hier ist nichts Besonderes. Holzschild. Hier ist was im Parieren. Parieren. Kriegsgott Holzschild. Die bizarren Muster auf diesem Schild beschreiben einen wahnsinnigen Gott, der in entlegenen Regionen als Kriegsgott verehrt wird. Konventioneller Schild. Ja, ansonsten nichts allzu Besonderes. Leider, leider, leider. Das Schild natürlich mit der Regeneration, das Gras-Wappenschild ist schon nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir schaudert schon ein bisschen davor. Wir probieren es mal. Vielleicht bringt uns das ja was mit der Ausdauerregeneration. Kann ja sein. Kann ja sein. Moment, wir gucken nochmal hoch zu dem anderen, was wir da theoretisch noch für die andere Seele, die wir da haben, bekommen können. Vielleicht ist da ja auch noch eine nette Waffe dabei. Aha, da schon. Wandlung beginnen. Da bräuchte ich jetzt hier... Warum geht denn das nicht? Ah, hier, ich kann nur das hier machen. Großaxt. Dämon. Seele von... Seele eines Dämons, Seele des verfluchten Großholzes. Ja, haben wir ja schon verbraucht. Des verfluchten Großholzes. Fluchverderbten Großholzes. Seele eines Dämons. Seele von Wort vom Nordwindtal. Das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Regeneriert Trefferpunkte mit Folgeangriffen. Weil das Ding brauche ich definitiv nicht. Wir machen das da. Hat auch keine Seelen gekostet. Now, now. Do not be away. So, dann tun wir nämlich jetzt hier einen weiteren Ring anlegen. Ich hoffe, dass wir immer noch rollen können. Jawohl. Dann gehen wir wieder dahin. Es gibt ja da noch mehr Möglichkeiten zu laufen, statt einfach nur da so auf diese offene Fläche, ne? Auch wenn ich zugeben muss, dass, die offene Fläche sehr, sehr reizvoll ist. Aus vielen verschiedenen Gründen. So. Erwischt. Zack und zack. Und... ich wollte mal parieren, aber das klappt natürlich nicht. Ich das mache nicht. Mir fehlt halt auch einfach die Übung. Wieder eine Pike. Gibt es hier wieder so affig viele von denen. Ich möchte aber jetzt tatsächlich mal so in diese linke Richtung. Denn da schien ja irgendwas gewesen zu sein. Ich würde mir wünschen, wir hätten noch eine Titanitschuppe. Oder zwei. Also es ist klar, dass jetzt diese Waffe natürlich jetzt in ihrer Entwicklung da jetzt auch mehr dadurch gebremst wird. Wäre sie natürlich zu schnell, zu mächtig. Au! Diese Scheiße da auf mich zu. Ei. So, und nichts weg. Wir brauchen keinen Fluch oder ähnliches. Irgendwas ist hinter mir. Ich wusste es. Also man kann ja auf jeden Fall auch gut farmen, aber... Zack, zack, zack. Diese Lichter hier. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht irgendwie irgendwas ist. Also ich habe das Gefühl, dass das eine Bedeutung hat. Lichter da sind, aber ich kann es nicht wirklich sicher sagen. Ich meine, die werden das jetzt hier auch nicht zum Spaß machen, die Typen. Oh, da oben ist erneut ein Leuchtfeuer. Ich habe es gerade gesehen. Sehr schön. Gut, wir haben es entzündet.
drüben ist auch noch was, das man looten kann. Aha. Jetzt kann ich das Vieh hier einfach beschießen, oder was? Das ist ja mal lame. Lame. Ich kann nichts dafür, Leute. Das Spiel erlaubt es mir. Ja, und dann zieht er sich plötzlich zurück. Faszinierend. Und überall liegt hier Zeug rum. Vielleicht ist es auch Sinn und Zweck der Sache, einfach hier die Dinger wegzuscheuchen. Kann ja sein. Helm eines gefallenen Ritters. Nett. Nehmen wir doch mal an uns, ne? Ich dachte, da oben wäre was, aber es sah bloß, so aus. Oh, nächste bitte. Schön alles mitnehmen. Nochmal eine grüne Blüte. Ich muss mal gucken, was die überhaupt tun. Ich weiß es nicht. Der hat was gefallen lassen. Blutrote Moosklumpen. Da oben war auch noch irgendwas. Genau. Sollte man also auch mitnehmen. Gott, falls ich da überhaupt noch lebendig hinkomme. Ah, durch. Oh, 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 oh. Ach du Schande. Nix wie weg. Das sind aber schon ein paar jetzt. Eieiei, nix wie weg. Au, 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 au. Komm, ey, warum? Was sollte das denn gerade eben? Okay, wir sind tot. Ich habe gerade eben nicht verstanden, warum er. Also, normalerweise machst du ja so einen Schritt nach vorne. Und ich bin einfach stehen geblieben beim Zustechen. Keine Ahnung. Okay, liebe Leute, wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.